herzlich willkommen, liebe Kinder hei. Ich bin der grosse Zauberer Cantus Firmus Magnus und grüße euch aus meinem prächtigen Musikschloss im magischen Musikland. Ja, eigentlich wollte ich ja zu euch nach Bremgarten kommen, aber dann ist da die Corona vorher gekommen. Und dann ist auch noch mein Koch auf dem Bärse Besen hergeritten und hat mir gesagt, ich solle daheim bleiben. Stay at home oder so etwas. Aber zum guten Glück habe ich all die schönen Bilder von meinen Lieblingsmusikern hier in meinem Schloss und kann die mit einem Zauberspruch zum Leben erwecken. Lirum larum dromedar. Die Bilder machen Musik wunderbar. Also ich finde, das hat wunderbar getönt. Aber halt, da fehlen doch zwei Musiker. Hey, Zauberorchester, habt ihr die beiden Musiker gesehen? Da brauche ich nochmal einen Zauberspruch. Piano, Piano, Zauberreise. Alle Kinder sind ganz leise. Hokus pokus fidibus, komm herbei, du Musikus. Die Trompete und die Gitarre. Hey, habt ihr recht verschlafen? Wir haben ein Stück gehört. Also wir haben unser Stück super gehört. Aha, ihr habt noch geübt. Das ist natürlich schon okay. Wer übt, der wird nämlich immer besser. Genau wie beim Fußball. Also, spielt uns mal eure Version vom Zaubersong vor. Das war jetzt wirklich schön. Und ich habe es sofort erkannt, das war doch unser Zaubersong, einfach ohne Wort. Das Zauberorchester, das geht auf eine Reise mit vielen Instrumenten. Ja, ich freue mich schon paar auf unsere gemeinsame Musikreise. Aber im Moment geht das ja eben nicht, wegen dem Lockdown. Sonst wären wir ja bei euch in Bremgarten. Da müssen wir halt warten, bis die Loki wieder oben ist und wieder fährt. Aber träumen dürfen wir ja schon. Hey, Orchester,
Wer hat einen Vorschlag, wo ich in die Reise gehen soll? In die Berge. Lass uns einen Zoo fahren oder an den See. Nein. Nicht alle miteinander. So geht das natürlich nicht. Piano, Zauberreise. Alle Kinder sind ganz leise. Hokus, Hokus, Fidius. Komm herbei, du Musikus. Trompetien. Oder nach Tansania? So klappt das viel besser. Prima. Das ist eine Violine oder Geige. Und sie, die da den Surli macht, das ist die Lehrerin fürs Ballett. Hey, was möchtet ihr auf der Musikreise machen? Ich will an den See. Pilatus, auf die Regie. Aha, unsere Hornistin möchte auf die Berge klettern und die schöne Aussicht geniessen. Ha, ganz schön sportlich. Aber in die Berge sollte man nicht alleine gehen. Da komme ich gescheiter gerade mit. Bergsteigen und Wandern sind ja schöne Aktivitäten. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige im Orchester auch andere Ideen haben. Kommt, wir zaubern wieder zusammen. Piano, Zauberreise. Alle Kinder sind ganz leise. Hokus, Pokus, Fidibus. Komm herbei, du Musikus. Das ist das Akkordeon. Und das da Querflöte. Und wo wollt denn ihr hin? Sehr schön gemacht. So einen Tag in der Body ist doch auch einfach etwas Schönes. Das macht ja richtig Spass, so Reiseideen zu sammeln. Insbesondere in Zeiten, wo man daheim bleiben muss. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Wir wollen in den Zoo. Elefanten, zwei Wölfe, ein Bär und Mini-Alte.
Alle, die 10 Tiere gezählt haben, bitte mal die Hand aufstrecken. Und jetzt alle, die denken, es seien 20 Tiere insgesamt gewesen, sofort aufstrecken. Und jetzt noch alle, die der Meinung sind, es seien 14 Tiere im Lied vorkommen, bitte beide Hände aufstrecken. Genau, bravo, ihr habt es gewusst. Das sind Blockflöten und Klarinetten. Ihr wollt reiten gehen? Dann habt ihr also gerne Rössli. Sicher könnt ihr uns ein Rössli-Stück spielen. Ein richtiger Galopp. Aha, also ich weiss, welche Instrumente gespielt haben. Ihr auch, Kind? Kommt, ich sage diesen Instrumenten, sie sollen mal aufstehen. Da habe ich noch einen anderen guten Zauberspruch. Ist ein bisschen frech. Abracadabra, Geierkraut, steht auf, wenn ihr euch traut. Geht aber gar nicht. Nein, das oder das, nein. Das ist das Violoncello, ein Streichinstrument. Man kann ihm auch einfach nur Cello sagen. Und du spielst Schlagzeug. Zugfahren ist ja etwas Schönes. Man kann einfach dort sitzen und wie im Film zieht die ganze Landschaft an einem vorbei. Und es ist total gemütlich. Aber sagt mal, kann euer Zug auch wieder anhalten? Hey Saxophon! Und du Jazz-Tänzerin! Was ist denn mit euch los? Was möchtet ihr auf unserer Reise erleben? Wir wollen Action! Viel Action und witzige Klöne! Und wilde Tiere! Aha! Ihr wollt in den Zirkus gehen? Ja, das mache ich auch gern. Früher bin ich als Zauberer sogar in einem Zirkus auftreten. Wisst ihr was? Ich komme auch gerade mit.
Jetzt fehlen nur noch zwei Instrumente. Piano, Piano, Zauberreise. Alle Kinder sind ganz leise. Hokus, Pokus, Fidibus. Komm herbei, du Musikus. Da sind die letzten beiden. Die Oboe und die Gitarre. Hey, was wollt denn ihr machen? Das ist doch klar, was wir wollen. Am liebsten würden wir ein Konzert spielen, das machen wir am liebsten. Am liebsten machen wir Musik. Hey, das passt super gut. Aber dann machen wir es jetzt gerade richtig. Ihr geht nochmal raus und dann kommt ihr auf die Bühne und wir machen Applaus, so wie man das eben an einem richtigen Konzert macht, wenn die Musiker auf die Bühne kommen. So, jetzt bin ich zufrieden. Ihr Kind habt ganz viele Instrumente gesehen und gehört. Und ich weiss jetzt, wie unsere Musikschulreise aussieht. Wenn dann die Corona endlich wieder weg ist, dann nehmen wir zuerst mal ganz viel frei und gehen all die schönen Orte bereisen, die meine Musiker vorgeschlagen haben. Und nachher kommen wir endlich zu euch auf Bremgarten. Und dann wäre es ganz super, wenn ihr alle zusammen ein Musikinstrument lernt. Weil gemeinsam Musik zu machen und tanzen, das macht einfach Spass. Und meine Musikerinnen und Musiker da hinten, das sind super Lehrer und die können euch all das bestens beibringen. Ganz zum Schluss geben wir jetzt euch zusammen noch ein Konzert. Und beim Zaubersong könnt ihr all ganz laut mitsingen.